Okay, Number One ist down. Boah, der ballert hier um sein Leben, Alter. Kommt noch ein Mönch. Ja, okay, es ist schon vorbei, listen. Ist schon vorbei. All enemies down. Aha. Ah, Uzi-Munition für den Slugsy. Jawoll, Munition für Umme quasi. So, jetzt gehe ich aber erstmal hier entlang. Hahaha, das Schwimmbecken. Da müssen wir unbedingt, solange das Wasser noch im Schwimmbecken ist, das können wir nämlich später ablassen, hier hinschwimmen. Und uns auch ein Secret sichern, jawoll. Die gute alte Steindrache. So. Lass mich kurz überlegen. Gibt's hier noch einen Hebel? Nee. Gut. Erst später. So. Eben mal kurz die Maus bewegt, dass nicht wieder der Bildschirmschoner anspringt. Oh mein Gott, hier haben wir ja auch den Fallengang. Boah, mache ich den jetzt schon? Ich weiß gar nicht, was habe ich denn? Ah, Roof Key habe ich ja und Dingern. Ja, okay, ich kann mich schon mal weil hier an die Fallen rantrauen. Glaube ich zumindest. Zu können. Also mal speichern, so. Gut, denn hier... Boah, meine Güte. Also, das ist echt hart. Wenn ich mich der Fackel näher, geht's aus, aber nur eine gewisse Zeit. In dieser Zeit muss ich mich hier runterstürzen, darf natürlich nicht vom Sack getroffen werden. Hua, der war knapp. Hier wird's natürlich richtig eklig. Ich muss das Ganze auch noch abpassen mit dem Messer hier. So. Nochmal ein Speicher, da kenne ich nichts. Oh, minimal verletzt worden, aber ist okay, ist okay. So, und hier hochziehen. Oh oh. Boah. War knapp und hier gibt es links und rechts Nischen zum Verstecken. Weil ganz hinten sind hier nochmal Fallentüren. Und die sind ganz mies. Es gibt Tomb Raider-Spieler, die bewältigen das hier mit einer Rolle durchrollen. Aber da kann es passieren, dass er manchmal stecken bleibt. Ich bevorzuge dann doch die in meinen Augen sichere Variante und einfach nach vorne laufen. Ja. So zum Beispiel, ne? Ist meiner Meinung nach sicherer. Weil zumindest auf der PlayStation-Version hat Tomb Raider 2 gerne mal so einen kleinen Bug, wenn er euch durchrollt, zu früh auf Rollen drückt, hängt die Lara da trotzdem schon in der Tür und ist tot. Das geht ganz schnell hier unten. So. Wäre auch geschafft. Hier natürlich nicht zu weit nach vorne, sonst kommt das Messer. Das Rollende. Verdammt knapp, Freund. Verdammt knapp. So. Und Eppa! Geschafft. Zur Belohnung finden wir hier noch einen Schlüssel. Dort dran, kann ein Stückchen hochlaufen. Bin ich jetzt. Ach so, ah, okay, verstehe. Der Wasserraum. Ja, 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 ja. Gut. Habe ich dann vielleicht doch irgendwo was vergessen?
Fragezeichen? Nein? Ausrufezeichen? Keine Ahnung. Hm, na gut. Ach, ich find's später bestimmt noch, wenn ich ein bisschen planlos in der Gegend rumlaufe, fällt's mir bestimmt schon auch auf. So. Autsch. Die Scheiße quasi alles nur für einen Schlüssel gemacht, oder wie? Boah, Alter, laufen hier viele Mönche rum. Oh Gott, oh Gott. Naja, ich behalte mir mal... Was geht mit euch? Ich behalte mir einfach mal im Hinterkopf. Okay, dann können wir jetzt hier aber mal den da öffnen. Ups. Oder nee, warte. Bevor es zu kompliziert wird. Würde ich dann doch gerne erst hier im ersten Raum weitermachen. Hier gibt es ja nämlich auch noch was. So. Hier kommen wir meiner Meinung nach aufs Dach. Okay, wir haben den Rooftops. Und den Trapdoor. Aber das müsste der Dachschlüssel sein. Jawohl, der passt. Auf dem Dach geht es nämlich nochmal auch mal gut ab. Ja, zuerst zu den beiden Lamas. Lamas. Hier ist der Hebel. Okay, ich bin beruhigt. Und jetzt sind die Feuer aus und wir haben nur eine begrenzte Zeit, da drüber zu jumpen. Bevor die wieder angehen. Ich speichere hier nochmal an der Stelle. Kann man in diesem Level nicht oft genug? Override, yes. So. So, Entschuldigung, musste kurz einen technischen Schnitt machen. Ihr habt nichts verpasst. Gut, da geht's erst später weiter. Die Fackeln haben wir geschafft. Oho! Okay, zwei Mönche fighten. Da kommt böse Musik. Gegen zwei Gangster. Ich hoffe jetzt einfach mal, das schaffen die. Alter. Wie er abgeht! Aber trotzdem keine Chance gegen die Mönche. Ach du Scheiße, haben die gepounced. Aha. Legt euch nie mit Mönchen an. Aha. Oh mein Gott. Das war jetzt natürlich super für mich. Hier ziehen wir uns auch nochmal elegant hoch. Denn hier oben liegt ein kleines Goodie. Nämlich ein bisschen Munition. Aha. M16. So, kommt bloß nicht auf die Idee, hier runter zu springen, denn hier ist der Hof. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Hof. Entweder der zum, wo die Mönche trainiert hat, der Hof. Oder irgendein anderer, keine Ahnung. Ist jetzt auch wurscht, okay. Gut, wir ziehen hier am Hebel. Das ist der nächste Schritt. Und es ist eigentlich wurscht, wo wir uns runterfallen lassen. So. Da kommen wir nicht hin. Wollen wir auch gar nicht hin. Wir wollen hier zu den beiden Aha. Diamanten, Kristallen oder was auch immer das darstellen Aha. soll. Denn wir brauchen beide. Gut. Komm schon, zieh dran. Und hier können wir uns dann auch wieder hochziehen. Jo. Gut, gut, gut. Also, ich merke schon, ich komme eigentlich gut durch den Level durch. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber es läuft besser als geplant. So, bewaffnen wir den beiden Diamanten. Laufen wir jetzt hier die Treppe hoch zu den... Oh Gott, du bist ein Mönch. Ich habe eben gedacht. Ich habe mir doch nicht so einen Schrecken ein. Zu den nächsten beiden Lamas und setzen so einen Gemstone ein. Achtung. Blomp, Riesenteil. Der lässt dann hier...
die Sonne oder was auch immer das darstellen soll, nach hinten verschwinden. Und wir können die Kiste rausziehen, am besten zweimal. Wenn mich nicht alles täuscht, winkt dann auch wieder eine neue Gebetsmühle. Natürlich geil. Ah, gucke mal da. Wir haben wieder eine. Woo! Yeah, Nummer 2 im Bunde. Läuft, 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 läuft. Sehr gut. Hier haben wir alles geholt. Wir können den Raum hier, die Gänge hier oben verlassen. Runter vom Dach quasi. Back on the floor. Habe ich mich jetzt geirrt oder ist mir bis jetzt wirklich noch kein einziger Mönch verreckt? Das wäre ja endgeil, das habe ich ja noch nie so gut. Ja, der Augeausstecher. Gut, dann würde ich mal sagen, jetzt wo ich auch den zweiten Stein habe, gehe ich hier nochmal hoch, wo ich irgendwann schon mal am Anfang des Levels mich hier hoch verirrt habe. Denn es hat einen gewissen Grund, dass ich jetzt erst hochgehe, denn ich habe den zweiten, oder ich habe überhaupt einen Gemstone, den ich hier oben einsetzen kann. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, das wird nicht einfach, Freunde. Gut. Wenn ich da runter geplumpst, dann wäre es zu Ende. Hauptraum, riesige Statue. Ich hab dich. So. Das wird ein bisschen tricky, denn ich muss mich nahe ans Feuer wagen. Das heißt, ich mache jetzt eine Rolle und laufe danach aber sofort wieder weiter. Bevor es Lara zu heiß wird. Das funktioniert nicht. Okay, jetzt ist er gesprungen. Ein Glück. So. Gut. Es hat einen Grund, dass hier nicht die Fackel ist auf der anderen Hand, denn... Oh, der war knapp. Hier können wir den zweiten Gemstone einsetzen. Na, aber hallo. Jo. Schöne Musik. Die Frage ist jetzt, wie komme ich hier am sichersten runter? Vor allem da hinten ist nämlich auch ein Drache. Wenn mich nicht alles täuscht, kommen wir da auch ohne... Ach du Scheiße, großen Energieverlust hin. Nee, das funktioniert so nicht. Da verliere ich viel Energie, wenn ich da jetzt runterfalle. Okay, ich glaube, mir bleibt nur ein Weg, nämlich der Rückweg. So. Geht's vielleicht von hier aus etwas einfacher? Ach, wisst ihr was? Ich probiere einfach mal was aus. Was passiert, wenn? Ich meine, ich muss ja eh wieder runter. Ah, okay, 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 okay. Lief besser als gedacht. Ja. Marv.